15. Dezember 2015, 13.45 Uhr. Eine Viertelstunde vor Beginn der diesjährigen Wintervollversammlung herrschte im Hörsaal Kiste gähnende Leere. Eine halbe Stunde später eröffnete Stupa-Präsident Alexander Wawerek trotz offensichtlicher Beschlussunfähigkeit die Sitzung. Gerade mal 224 Studierende waren zu Beginn anwesend. Ich weiß nicht, was man noch hätte mehr machen können. Das Ding ist, wir bewerben es medial, wir bewerben es quasi analog draußen. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt wirklich an der Werbung gelegen hat. Wie gesagt, ich denke, dass es um die Thematiken ging. Bevor es mit dem ersten Antrag losging, informierte der Vorsitzende der Fachschaftskonferenz, David Buchmann, über das mangelnde Interesse und fehlende Engagement in diesem Gremium. Im Anschluss stellte Jonathan Dehn die problematische Lage der Kunst dar und warb für den Medienausschuss, der derzeit ein fünftes Mitglied sucht. Danach wurde auch schon der erste Antrag vorgestellt. Insgesamt 82 Studierende forderten die Abschaffung jeglicher Zwangsvakanzen an der Universität, da diese die Qualität von Studium und Lehre stark beeinträchtigen. Das Problem an Zwangsvakanzen ist, dass praktisch der Professor oder die Mitarbeiterin, die ihren Vertrag beendet, dass die nicht ersetzt wird. Zum Beispiel, wenn jetzt Herr Donges geht, wäre ein halbes Jahr die Professur frei und die Studierenden hätten dadurch keine Möglichkeit, ihr Studium ordentlich zu absolvieren. Sogar Dr. Stamm-Kuhlmann, der Dekan der Philosophischen Fakultät, war vor Ort. In einer kurzen Rede appellierte er an die Studierenden, einen Teil der Wohnsitzprämie zur Aufrechterhaltung der Lehre beizusteuern. Um die Zwangsvakanzen in der Philosophischen Fakultät zu stoppen, brauchen wir eine bestimmte Menge Geld. Und da war die Idee, dass aus den Wohnsitzprämienmitteln, die dadurch kommen, dass die Studierenden sich ummelden und ihren Hauptwohnsitz nehmen, dass wir daraus das Geld nehmen, um die Zwangsvakanzen in der Philosophischen Fakultät zu stoppen. Dieses Vorhaben wollten die Anwesenden unterstützen und so stimmte die große Mehrheit dem Antrag zu. Ob die Studierenden das Fahrrad künftig eher stehen lassen und stattdessen mit dem Bus fahren, sollte im zweiten Antrag besprochen werden. Dieser stellte die Einführung eines Semestertickets in den Raum, für das die Stadtwerke dem AStA bereits mehrere Vorschläge gemacht hatten. Das Ticket wäre für alle Studierenden verpflichtend und hätte eine Erhöhung des Semesterbeitrags zur Folge. Wie von den Antragstellern erhofft, gab es zu diesem Thema reichlich Redebedarf. Warum sollten wir als Fahrrad statt ein Semesterticket einführen, damit wir Bus fahren können? Das wäre verdammt viel günstiger, gerade für Leute, die zum Beispiel aus Schönwalde kommen, die im Ostseeviertel zum Beispiel eine Wohnung gefunden haben. Die könnten dann easy peasy in die Innenstadt fahren. Das lohnt sich überhaupt nicht, das Semesterticket innerhalb von Greifswald. Also das Einzige, was wenigstens ein bisschen Sinn macht, meiner Meinung nach, wäre es innerhalb von Greifswald. Weil wir haben auch zunehmend Studierende, die einfach mal nicht Rad fahren können aufgrund körperlicher Begebenheiten. Lasst uns einfach sozusagen den AStA in Verhandlungen schicken und dann können wir am Ende immer noch sagen, nee, das passt uns dann doch nicht. Der Antrag beinhaltete vier verschiedene Möglichkeiten. Kein Semesterticket, ein Semesterticket innerhalb Greifswalds, eines innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns oder eines über die Grenzen MVs hinaus. Der vierte Vorschlag wurde mit 120 Ja gegenüber 100 Nein-Stimmen angenommen. Damit ist der AStA nun beauftragt, ein Angebot mit der Bahn auszuhandeln. Der dritte Antrag ließ einige Redner sentimental werden. Seit Jahren sind die Ersti-Shirts ein wichtiger Bestandteil des Studienbeginns in Greifswald. Ich kann mich entsinnen, als ich hier ankam, so als kleiner Ersti, und das hat mich alles doll erschlagen, so mit diesen ganzen Fremdbegriffen und dann bist du dahin und dahin. Und ich war froh, dass ich gesehen habe, okay, da ist einer, gehört zu meiner Sorte, kann ich erstmal hingehen, der ist so drauf wie ich. Jedoch nehmen die Ersti-Shirts einen Großteil des vorhandenen Budgets ein. Der Topf für die Ersti-Woche beträgt 17.000 Euro. Und dafür werden jetzt nach dem Kostenvoranschlag, den wir jetzt eingefordert haben für kommendes Jahr, 13.000 bis 14.000 Euro nur für die T-Shirts rausgehen. Ob das eine sinnvolle Investition ist, wollte das Studierendenparlament nicht alleine entscheiden und gab den Antrag daher der versammelten Studierendenschaft zur Diskussion frei. Obwohl die Meinungen teils stark auseinandergingen, blieb letztlich alles beim Alten. Es wird also auch im nächsten Jahr wieder kostenlose Ersti-Shirts geben. Für Abwechslung im Programm sorgte die bereits bekannte Gamification der Hochschulpolitik. Gamification ist eigentlich nur das Einbinden von spielerischen Mitteln und Elementen in spielfremde Kontexte. Diese Idee wurde bereits auf der letzten Wintervollversammlung angenommen und im vergangenen Jahr zu einem Konzept entwickelt. Über dessen Umsetzung sollte nun abgestimmt werden. Schon im Stupa war die Idee teilweise kritisiert worden. Einige Stupisten sahen die Seriosität ihres Gremiums gefährdet. Wir als Stupa verwalten im Jahr einen sechsstelligen Betrag aus öffentlichen Geldern. Von daher finde ich es hochproblematisch,
wenn wir uns da mit irgendwelchen Spielchen das Ganze noch dazu packen, und das finde ich sehr, sehr problematisch. Und da hilft es einfach nicht mehr weiter, wenn wir dann ein Kartenspiel von uns erstellen, uns selber noch beweihräuchern mit Buttons, die wir uns erstellen, und das Ganze auf Kosten der Studierendenschaft. Hinter dem ganzen Konzept steckt aber eigentlich ein ernstzunehmendes Problem. Die Hochschulpolitik sollte vor allem deswegen gamifiziert werden, weil die Motivation momentan an allen Ecken und Enden eigentlich Mangelware ist. Diese Auffassung wurde auch während der Diskussionsrunde deutlich. Ich weiß nicht, wovor man Angst hat. Also ich habe tatsächlich Angst davor, dass das Stupa weiter so agiert, wie ich es seit meiner Immatrikulation kennengelernt habe. Was nehmt ihr euch denn raus? So, ja klar, ihr handelt für die Studierendenschaft auf dem Papier. Nach einer hitzigen Debatte sprach sich die Vollversammlung erneut für das vorgeschlagene Konzept der Gamification aus. Diese soll vorerst eine Legislatur lang von einem Gamification-Ausschuss durchgeführt werden. Nachdem das beschlossen wurde, lichteten sich die Reihen noch einmal merklich. Ob das etwas mit den drei letzten Anträgen zu tun hatte? Diese kamen traditionell von der Hochschulgruppe Der Partei, Die Partei. Ein neues Gesicht erklärte den Verbliebenen die Idee, neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch alle weiteren deutschen und internationalen Feiertage in den Terminkalender der Uni aufzunehmen. Zu diesen Feiertagen wird es dann auch noch eine Rundmail geben von der Rektorin, die uns gratuliert und einen schönen Tag wünscht. Alle universitären Veranstaltungen würden ausfallen und es steht den Clubs und Bars offen frei, eventuell eine passende zu der Veranstaltung findende Festivität zu veranstalten. Obwohl es nicht einmal Gegenreden gab, wurde der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Anders sah es bei den zwei weiteren Anträgen der Hochschulgruppe aus. Eines ihrer Vorhaben war es, für den neuen Campus in der Löfflerstraße einen Namensvorschlag von Seiten der Studierendenschaft zu finden. Nach zahlreichen kreativen Vorschlägen wurde sich für die Benennung in Edward Snowden Campus ausgesprochen. Der letzte Antrag des Tages zielte auf ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl unter allen Greifswalder Studierenden ab. Die Veranstaltungsreferentin des ASTA sollte beauftragt werden, die sogenannten Parastudentics, also einem Sportwettbewerb, auf die Beine zu stellen. Die vorgeschlagenen Disziplinen fanden allerdings nicht bei allen Studenten Anklang. Also an sich finde ich die Idee ja ganz nett, sage ich mal so, aber es ist echt ein Aushängeschild für eure Organisation, dass alles, was in der Disziplin einfällt, irgendwas mit Saufen, irgendwas mit Fahrradklauen und so zu tun hat. Jedoch gab es auch konstruktive Kritik. Vorgeschlagen wurden unter anderem Mannschaftssportarten wie Handball oder Volleyball. Dieser Einwurf sorgte für deutlich mehr Zustimmung auf Seiten der Anwesenden, sodass der Antrag schließlich doch angenommen wurde. Die diesjährige Wintervollversammlung offenbarte ein weiteres Mal, wie gering das Interesse der Studierenden an diesem wichtigen Teil des Studiums ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Persönlich finde es halt schade. Und ich hoffe einfach, dass es mit dem neuen Semester, mit der nächsten VV auch wieder besser wird. Würde mich aber generell auch darüber freuen, wenn so ein bisschen mehr Interesse generell innerhalb der HUPO irgendwie jetzt kommt. Ein Gutes hatte die Politikverdrossenheit an diesem Tag doch. Mehr Gratisglühwein für alle, die bis zum Ende tapfer durchgehalten haben.